Ferien. Guten Tag Leute und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Ihr seht es schon in meinem Titel, die Weihnachtsferien haben angefangen. Heute war der letzte Schultag des Jahrzehnts. Wow, wie schnell die Zeit vergeht. Leute, wir sind für dieses Jahr fertig mit Schule. Wir haben es geschafft, Leute. 2019 ist für mich eigentlich schon abgeschlossen. Man ist einfach so krass in der Weihnachtsstimmung, vor allem wenn diese Lichterkette hier ist. Die ist einfach nur so geil, Leute. Und ja, ich befinde mich jetzt gerade in der Küche, weil ich mir gerade eine Pizza reingestellt habe. Und die werde ich jetzt gleich verspeisen. Und Leute, eigentlich sollte heute ein richtig cooles Paket ankommen. Ich wollte eigentlich auch darüber ein Video machen. Aber keiner war zu Hause und konnte das Paket annehmen. Deswegen kommt es erst morgen an. Kira ist natürlich auch mal wieder am Start. Kira. Kira. Also diese Katze, ich feiere die einfach. Meine Pizza ist mittlerweile auch schon fertig. Und ich werde sie jetzt mal... Oh Leute, gerade war der Postbote da. Mal gucken, ob mein Paket dabei ist. Nee, das schon mal nicht. About You, Zalando und noch irgendwas Kleines. Keine Ahnung. Schade, schade. Mein Paket ist leider nicht dabei. Aber Leute, ich würde sagen, ich esse jetzt eben was und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn ich mit Essen fertig bin. Eine Stunde später. Okay Leute, ich habe jetzt gerade fertig gegessen. Und was kann man eigentlich machen, wenn die Weihnachtsferien angefangen haben? Ach, und übrigens, Leute, der sich von gestern mein Video angeschaut hat, ich hatte das auf der Tafel falsch aufgeschrieben. Das sind natürlich keine Voraussetzungen, sondern Vorsätze. Ich habe die Wörter irgendwie vertauscht. Als ich das Video auch gedreht hatte, dachte ich mir so, Voraussetzungen? Okay, Leute, jetzt sieht's aber richtig aus. Vorsätze. Das klingt schon definitiv besser. Und Leute... Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Leute, glaubt's nicht, ich sitze hier gerade an meinem Handy und gehe gerade meine Kommentare durch. Ich bin ganz ehrlich, hier sind manchmal echt komische Leute. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Mädchen ist, weil die heißt Pfotenbuns. Auf jeden Fall hat sie so geschrieben, no hate, haha, aber dein Zimmer ist echt hässlich. Und dann hat sie noch geschrieben, ey, sorry, aber du machst so langweilige Videos, OMG. Ich kann diese Kommentare irgendwie nicht so ernst nehmen. Ich weiß nicht warum. Ich finde es irgendwie immer mega witzig. Du sagst, dass meine Videos langweilig sind. Langweilig? John C. Nee, das kann man doch nicht langweilig nennen. Ich habe immer noch ein Ohrwurm von diesem Lied. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, einen TikTok davon hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber eigentlich mache ich nie sowas. Okay, ich habe jetzt gerade 5 Minuten überlegt. Ich glaube, ich mache jetzt einen TikTok, Leute. Ach du Scheiße. Okay, wir machen das jetzt. Softboxen. Oh ja, Leute. So würde ich aussehen, wenn ich mit 2 Softboxen vloggen würde. Und jetzt habe ich die Helligkeit ein bisschen runtergestellt und jetzt geht es eigentlich. Aber Leute, ich würde sagen, ich habe mich gerade umgezogen. Ich habe meine Haare geglättet und... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich mache das, Leute. Ich mache das jetzt, okay? Okay, let's go. Oh mein Gott, Leute, circa 1 Stunde später. Ich habe 1 Stunde lang einen scheiß TikTok gemacht. Aber Leute, ich habe nicht diesen Tanz gemacht. Und zwar, ich habe was ganz anderes gemacht. Schaut einfach auf TikTok vorbei. Ich find, das TikTok ist richtig, richtig nice geworden. Wir kommen auch langsam zum Ende meines Daily Vlogs. Übrigens hat Laura auch ein Video hochgeladen, denn wir haben vorgestern was mega cooles gemacht. Wir haben einen riesen Keks gebacken. Ich blende euch jetzt mal einen Ausschnitt ein. Aber die Arme halten. Okay, ist auch kaputt gegangen. Schaut auf jeden Fall vorbei, ist unten in der Infobox verlinkt. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army, Leute. Dann wirst du auch wirklich nichts verpassen. Und ich bin mega motiviert, die Daily Vlogs durchzuziehen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht, denn es ist mal wieder sehr spät. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.